Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video, in dem wir uns weitere Szenen und Inhalte zu Jurassic World Evolution 2 angucken. Denn heute Nacht, wo ich das Video wahrscheinlich auch noch hochladen werde, lief die Future Game Show und dort wurde wieder was zu Jurassic World Evolution 2 gezeigt. Und was das ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Okay, Laura, that was extremely cute, but have you considered more dinosaurs? You can't just hijack every game reveal and make it about dinosaurs, Troy. Life finds a way. This is a very different world. Hi, I'm Rich Newbold, game director at Frontier Developments. So as you may have seen earlier at the PC Game Show, we're working on Jurassic World Evolution 2. We're really excited about it, and we're looking forward to creating the most authentic Jurassic experience yet. We've got tons of new features across four different game modes, including our original Jurassic campaign, which is a story set after the events of Jurassic World Fallen Kingdom. You're going to be leading efforts to contain, control, and conserve all those dinosaurs now running out in the wild. You'll be working alongside characters from the films, voiced by original talent, such as Jeff Goldblum. And in the game, we have over 75 prehistoric species. We've got new dinosaurs, we have returning community favorites, and we've added flying and marine reptiles to the game. I'm really thrilled to be showing you a first look at footage from the game itself. This is from our Species Field Guide series of videos, focusing on one of the many prehistoric species we have in the game. This is an iconic, popular dinosaur. It's the Triceratops, but we're showing you it in a new environment never seen before in Jurassic World Evolution. I hope you enjoy it and are looking forward to the game releasing later this year. The Triceratops is one of the most recognizable herbivores to ever have existed. It is best known for its trio of facial horns. These adornments are not just for display purposes. The brow horns in particular can inflict considerable damage to any dinosaur that dares to provoke it. That was Jurassic World Evolution 2, which is launching in 2021 on PC, PS4, PS5, Xbox One, and Xbox Series X and S. Als allererstes entschuldigt die nicht ganz so gute Qualität. Leider war der Stream nicht so hochauflösend, wie ich ihn gern gehabt hätte. Aber wir haben ja immerhin schon ein bisschen was gesehen. Nämlich ist das Ganze ein Spezies-Profile. Viele haben damit gerechnet, dass wir erst das Gameplay sehen. Ist es aber leider nicht geworden. Aber immerhin. Hier sehen wir auf jeden Fall schon mal, dass in drei verschiedene Typen hier unterschieden wird. Luft, Land und Wasser. Ich denke auch mal, dass wir dann definitiv mehr als einen Luft- und einen Wassersaurier bekommen. Also mehr als den Pteranodon und den Mosasaurus. Welche das sein werden, das werden wir vielleicht nochmal in einem anderen Video spekulieren. Aber jetzt schauen wir erstmal weiter. The Triceratops is one of the... Mein Liebling haben wir hier. Und ich muss sagen, auch wenn die Qualität jetzt echt pixelig ist und nicht so gut aussieht, es sieht schon viel, viel besser aus als auf den Screenshots, so von den Schatten her und Lichteffekten und sowas. Aber man müsste es halt nochmal in hoher Auflösung sehen, um das genauer beurteilen zu können. Most recognizable herbivores to ever have existed. It is best known for its trio of facial horns. Liebe den Triceratops, er ist so hübsch. These adornments are not just for display. Das haben die übrigens vorher nicht gemacht, dass die einfach sich hingesetzt haben, die Dinos, und gechillt haben. Das ist auf jeden Fall ein neues Verhalten. Purposes. The brow horns in particular can inflict considerable damage to any dinosaur. Aber Leute, es ist ja quasi Gameplay-Footage. Also eigentlich können wir uns gar nicht beschweren. Aber man hat halt damit gerechnet, dass man das auch sieht, wie es wirklich gespielt wird. Also dass man von oben guckt und dann die Menüs schon so ein bisschen sieht und ja, schon ein bisschen sieht, wie das Ganze funktioniert. Aber man sieht ja schon was aus dem Spiel an sich. Ich hoffe, das kommt morgen auch nochmal in besserer Qualität oder so. Weil jetzt mega viel Neues war das nicht, ne? Muss man einfach sagen. Die meisten haben da ein bisschen mehr erwartet. Aber Leute, ich wollte euch das auf jeden Fall zeigen und mitteilen. Ich hoffe, dieses kurze Video hat euch gefallen. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.